Regionalliga-Aufstieg für den VfB Lübeck. Am Samstagabend gegen 21 Uhr war es endlich soweit. Die frisch gebackenen Aufsteiger des VfB Lübeck fuhren vor ihrem Stadion vor. Nachdem schon 500 Fans nach Bremen mitgereist waren, um die Mannschaft zu unterstützen, hatten sich auch an der Lohmühle 200 Anhänger eingefunden, um ihren VfB zu feiern. Vorangegangen war ein letztes torreiches Spiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord gegen den Bremer SV. Das Spiel, in dem der VfB nie wirklich gefährdet schien, endete dank zwei verwandelten Elfmetern und einem Eigentor mit 4:3. Die Freude darüber, wieder die gleiche Spielklasse wie vor der Insolvenz im vergangenen Jahr erreicht zu haben, war Spielern und Fans deutlich anzumerken. Bereits in Bremen hatte sich die Mannschaft in den Gästeblock begeben, da die Einsatzkräfte eine Feier auf dem Spielfeld nicht zuließen. Selbstverständlich war auch die Rückfahrt alles andere als ruhig, wie uns dann Kapitän Moritz Maheinicke auch noch bestätigte. Ja, die Rückfahrt war natürlich richtig geil. Wir haben viel gesungen, getrunken und ja, man steigt nicht oft auf. Ich bin noch nie aufgestiegen und es ist einfach was absolut Geiles, was hier heute passiert. Ja, der Tag war bisher richtig gut. Also wir haben uns das so natürlich erhofft wie heute, dass man das jetzt erst langsam realisiert und vielleicht auch in den nächsten Stunden ist natürlich klar. Mir ist es noch nicht so bewusst, was man die Saison wieder erreicht hat und überragend bisher. Ein bisschen Wehmut jetzt beim Weggehen? Ja, auf jeden Fall. Aber daran will ich gerade gar nicht denken. Ich will einfach nur feiern. Ja, der Tag hat gut angefangen. Also wir sind sehr früh losgefahren. Ja, waren dann auch zeitig durch, sodass wir noch ein bisschen Pause gemacht haben, ein bisschen was gegessen haben. Und haben dann noch einen Spaziergang gemacht vorm Spiel. Und dann waren wir gut vorbereitet, sind dann nicht so gut ins Spiel gekommen zunächst, haben das aber dann in der zweiten Halbzeit gut weggemacht und ja. Jetzt hier der Empfang, ist das so das, was ihr euch vorgestellt habt? Ja, das war natürlich, also ist natürlich nichts gegen das erste Aufstiegsspiel, wo 7000 da waren, aber ich sag mal, der grobe Kern ist ja hier und da freut man sich natürlich drüber. Ja, natürlich. Also ich hätte natürlich gerne mitgespielt. War natürlich ein Saisonhighlight, worauf wir halt hingearbeitet haben. Aber naja, die Mannschaft hat es halt auch ohne mich geschafft. Okay. Und jetzt geht's heute Abend noch richtig los? Ja, bei mir eher verhalten, aber ich denke, die Mannschaft wird auf jeden Fall heute schon mal Gas geben und ja. Wer ist dein Tipp, der als erstes auf den Tisch tanzt? Ja, ich tippe mal auf Stefan Richter. Stefan Richter wird das machen. Sehr warm auf jeden Fall. Das Klima hat uns bösartig zu, wie sagt man? Wie sagt man das? Zugesetzt, genau. Also es war relativ schwierig, bei den Temperaturen richtig reinzukommen. Aber das ist uns nachher gelungen, auch wenn es am Anfang ziemlich schwierig war. Wir haben dann zwei frühe Tore gemacht, was für den Bremer SV dann auch natürlich schwere Beine verlangte. Insgesamt sind wir super zufrieden, dass es jetzt so geklappt hat und freuen uns jetzt auf die freie Zeit. Ich glaube, es sind knapp 3 Wochen, dass wir jetzt schön Fußball gucken können, anstatt selbst spielen müssen. Du hast ja im ersten Aufstiegsspiel schon das erste Tor gemacht, beziehungsweise heute das erste Tor rausgeholt. Ist das für dich was ganz Besonderes? Ja, ich mache relativ wenig Tore, von daher war es schon ein sehr geiles Gefühl, auch bei der Kulisse. Das macht man nicht alle Tage und deswegen bleibt das auch auf jeden Fall sehr lange in Erinnerung. Insgesamt ist es natürlich auch scheißegal, wer diese Tore macht. Ne? Hauptsache, wir haben das jetzt gepackt und das ist das, was zählt. Okay. Bist du glücklich, war es die richtige Entscheidung, dass du wieder zurückgekommen bist nach Lübeck? Absolut, klar. Ne, ich habe hier dem VfB viel zu verdanken, auch wenn es am Anfang nicht alles glatt lief, meine Spielzeit nicht bekommen habe, aber jetzt unter Danny kann ich mir nichts anderes vorstellen. Okay, alles klar. Danke, feiert schön. Machen wir auf jeden Fall. Der Tag ist mit Sicherheit genauso gelaufen, wie wir uns ihn gewünscht haben, mit dem letztlichen Ziel aufzusteigen. Dass das Spiel unter widrigen oder schwierigen Bedingungen stattgefunden hat, das war so ein kleiner Nebeneffekt. Letztlich, glaube ich, sollten wir nicht so vermessen sein, das jetzt alles in Frage zu stellen mit dem heutigen Tage. Wir sind glücklich, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und wenn man, glaube ich, sich eine Sekunde Zeit nimmt und überlegt, wo wir gestartet sind und wie toll der Plan jetzt funktioniert hat, dann sind wir mehr als zufrieden.
Morgen geht's nach Malle, wie Leute seid ihr? Ich glaube, mit Ausnahme ein oder zwei Spieler alle. Also auch der ein oder andere Trainer und Offizielle wird sich der kleinen Karawane anschließen. Wir aber nur von Sonntag auf Montag. Aber ansonsten, glaube ich, sollte man der ganzen Freude auch mal ein bisschen Luft lassen. Jetzt befindet sich die Mannschaft also in der wohlverdienten Pause. Am Sonntagmorgen um 7 ging es für den neuen Regionalligisten nach Mallorca. Ganz schön früh, wenn man bedenkt, dass das Team noch bis in die Morgenstunden im Betty Elias in Großgrönau feierte. Der VfB krönt also seine perfekte Saison mit dem Aufstieg. In 3 Wochen schon beginnt dann die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison.